Herzlich willkommen, hier ist sie, die Premiere der neuen Stuggi-Show. Ab sofort, jeden Dienstag ab 18 Uhr hier auf www.stuggi.tv. Schön, dass ihr heute schon dabei seid. Und wir haben uns gleich einen richtig prominenten Gast hier ins Studio eingeladen. Er kennt sich aus in Stuttgart und vielleicht kennt ihr ihn durch genau dieses Video. Stuttgart, du bist mein Number One. Und ich will keine andere Hand. Und mit MC Brodal wollen wir über den Sinn und Unsinn von den neuen Einkaufszentren sprechen, die in den letzten Wochen in Stuttgart und der Region geöffnet haben. Vergangenen Donnerstag das Milaneo. Schon ab 6 Uhr waren diverse Mode- und Schuhfreaks unterwegs und auch unsere Reporterin ist relativ früh aufgestanden, um sich die Situation vor Ort direkt mal anzuschauen. Guten Morgen, ihr Lieben. Es ist jetzt gerade mal 5 Uhr morgens und ich bin schon wach. Und eigentlich ist das überhaupt nicht meine Zeit und ich würde noch tief und fest schlafen wie ein Murmeltier. Aber ich möchte heute die Erste sein bei der Eröffnung vom Bershka und Primark im Milaneo. Und deswegen heißt es für mich jetzt raus aus den Federn, auch wenn ich echt überhaupt noch nicht auf der Höhe bin. So, wir sind mittlerweile angekommen und bisher ist noch nicht so viel los, aber wir werden uns jetzt mal umschauen. Wie können Sie sich das erklären, dass hier jetzt gar nicht so viele Leute stehen, obwohl das ja vorher so gehypt wurde? Kann ich Ihnen nicht sagen, ich weiß es nicht. Vielleicht liegt es daran, dass es unterschiedliche Öffnungszeiten sind und die Leute kommen erst später noch. Hey Mädels, kurze Frage, warum seid ihr heute Morgen so früh hier? Weil ich die Schuhe will von Snipes. Wegen den Schuhen? Billige Schuhe. Hast du gar keine Schule? Ich habe mich beurlaubt. Wenn man erst am Wochenende ist, dann ist man ein bisschen doof. Ich meine, 610.000 Einwohner, die denken dasselbe vielleicht wie ich. Und naja, dann gibt's die nicht mehr. Okay, und weißt du, dass an der Seite schon die Tür offen ist? Was? Da ist eine Tür offen? Ja. Man darf rein? Das hab ich jetzt. Was darf ich? Wirklich, ja? Und wo? Hier um die Ecke. Also es haben jetzt gerade alle von mir erfahren, dass die Tür an der Seite offen ist und wie ihr seht, rennen die wie bescheuert jetzt darüber, um natürlich als Erste da zu sein. Wir gehen mal schauen, was da los ist. Richtig geil hier geworden. Gib mich nicht, ob wir Schule haben. Ich musste hier rein. Ich muss voll oft immer nach Primark. Also mein Ausdruck war immer, ich will zu meinem Onkel. Und dann habe ich den nur 5 Minuten besucht und bin ich immer mit meinen Freunden dahin zu Primark. Deshalb freue mich jetzt voll, dass es nach Stuttgart eigentlich gekommen ist. Voll die geile Einkaufsstätte mit sie ist. Ja, und ich werde versuchen, jetzt auch noch ein cooles Paar Schuhe abzustauben. Und damit gebe ich wieder zurück ins Studio zum David. Ja, und bei uns sitzt jetzt einer, der sich in Sachen Stuttgart sehr, sehr gut auskennt. Herzlich willkommen dem Schwaben-Rapper Nummer 1, MC Brodal. Servus. Hallo, wie geht's? Alles gut. Warst du dabei bei der Eröffnung von Milaneo? Nein, bei der Eröffnung war ich jetzt nicht direkt dabei, bin dann aber am Samstag danach bin ich hingegangen. Okay, warst du ja so ein bisschen zu früh? Ich warte erst mal, bis weniger los ist, aber es war immer noch ziemlich viel los. Wie steht denn so ein junger, aber auch traditioneller Künstler wie du jetzt, ein MC Brodal, zu diesen Shopping Malls, wie sie auch in Amerika genannt werden? Also ist natürlich praktisch, da kriegst du halt alles so vor dem Fleck, sag ich mal. Und aber es ist halt ein bisschen viel gerade so. Ich weiß gar nicht, soll ich jetzt ins Gerber oder ins Milaneo oder auf die Königstraße, das ist halt schwierig jetzt gerade, gell? Ja, eine Berliner Werbeagentur hat sich ja was ganz Besonderes einfallen lassen. Da hast du auch gleich das Foto gepostet auf Twitter. Wir blenden es gerade mal ein. Und das ist eine Werbung für einen großen Elektrofachhändler, so ganz im Schwaben-Style. Wie steht ein MC Brodal dazu? Ja, das geht ja mal gar nicht. Also kannst du ja nicht blödle, sagt man schon mal gar nicht. Das heißt, ich bin ja nicht blöd und ich weiß jetzt nicht, was noch drauf stand. Mailändle, glaube ich. Mailändle, man könnte sagen Mailänder Plätzle, aber nicht Mailändle, das geht nicht. Okay, also ein MC Brodal hätte das eventuell besser umgesetzt. Viel besser. Keine Frage. Jetzt gibt es natürlich auch wieder viel Kritik an diesen ganzen Einkaufszentren, aber ist es nicht am Ende genauso wie beim VfB, erst puddelt man und dann geht man doch wieder hin? Ja, das wird die Zeit zeigen. Ich meine, also ich habe mir jetzt das Gerber angeschaut und
Das war imposant, sage ich mal. Und dann haben wir uns Milaneo angeschaut. Und was ich im Gerber gefunden habe, sage ich mal hier. Brettelsocker, hier. Nehmen wir mal hier. Neiblende, Scheiße. So. Brettelsocke, das habe ich also, 1-0 fürs Gerber. Okay. 1-0 fürs Gerber und stylisch Note 1. Also jawohl. Ich glaube, wir werden das bei Stucki TV in unserem Webstore online gleich einführen und haben am Ende dann Bestellungen, die den kompletten Server zusammenbrechen lassen. Dann mal eine private Frage an dich. Ich traue mich fast gar nicht, es dir zu stellen, aber hast du jetzt als MC Brutal, hast du da Häusle technisch schon vorgesorgt? Also, man sagt ja Schafe, Häuslebauer. Ich bin gerade noch beim Schafe. Und das andere muss man dann gucken, wann das auf dem Weg, sozusagen. Ja, sehr gut. Viele Studenten sind gerade auch auf dem Weg, um einen WG-Platz zu finden oder eine kleine Wohnung zum Start des neuen Semesters. Geht da immer sehr, sehr viel ab auf diesen ganzen Portalen, wie zum Beispiel WG gesucht. Und meine Kollegin Isabel Hukjanowski, die hat sich diesem Thema mal genauer angenommen. Vielen Dank, David. Ja, dass die Wohnungssituation in Stuttgart gar nicht so einfach ist, das haben wir jetzt schon gehört. Aber was für Geschichten passieren überhaupt bei der Zimmersuche? Ich hatte das Glück, dass meine Mutter eine Wohnung hatte für mich, eine Eigentumswohnung, und somit musste ich nicht lange suchen. Aber wir vermieten selbst ein paar Wohnungen und wir haben festgestellt, dass bei einer Besichtigung bis zu 50 Leute kamen. Ich habe auch schon von Leuten gehört, die sich dann als Pärchen ausgegeben haben, weil das dann einfach leichter war, was zu finden. Aber da ich mit meiner Freundin zusammenziehen will, ist es für mich keine Option. Am Semesteranfang wirklich das zu finden, wo man dann auch drin wohnen bleibt, ist eigentlich fast nicht möglich. Viele suchen sich was zu Zwischenmiete erstmal. Miete kostet relativ viel Geld und aktuell kann ich umsonst zu Hause wohnen. Also warum soll ich denn meinen Vorteil hier nicht nutzen? Ich habe von einem gehört, der hat für einen Gärtnerjob quasi umsonst eine Wohnung bekommen. Ich war mal beim WG-Casting, das über einem Puff war. Da wurde es dann ein bisschen interessant. Ja doch, da gab es auch ein paar interessante Fragen, weil dann so Dinge gefragt wurden wie, ja, stürzt dich denn, wenn es nachts ein bisschen lauter wird? Also David, einige von uns haben schon ziemlich schräge Sachen bei den WG-Castings erlebt. Aber kein Wunder eigentlich, wenn man einen passenden Mitbewohner sucht, aber so viel Auswahl hat. Ich bin auf jeden Fall echt froh, dass ich meine WG-Suche schon hinter mir habe. Und damit gebe ich jetzt wieder zurück ins Studio. Vielen Dank, Isabel. Und MC Brutal bietet auch noch Unterschlupf an bei sich zu Hause, habe ich gerade gehört. Echt? Nein, war ein kleiner Spaß, aber vielleicht die Frage an dich, MC Brutal. Wie sieht's denn aus mit deinem Album? Ich weiß, wir haben ein Interview gemacht, das war kurz vor Weihnachten im letzten Jahr. Da hast schon geheißen, wir sind in der Produktion. Wie sieht's aktuell aus? Ja, wir sind immer noch, also jetzt ist fast fertig, jetzt wird noch der Feinschliff gemacht. Ich arbeite gerade am Albumcover. Und ich hoffe, dass es so schnell wie möglich fertig wird. Also ich hoffe Dezember. Okay. Und was wird auf dem Album zu hören sein? Kannst du da schon mehr sagen? Also ungefähr 12, 13 Songs. Und neue Songs natürlich. Zum Beispiel Butterbrezel oder Auf der A8 ist was los. Okay. Oder Eutzimmerwohnung in Stuttgart-West gibt es auch einen Song. Passend zum Thema. Wir sind thematisch beim Thema, wie ihr seht. Es ist top aktuell in Stuttgart. Ja, wir sind an dieser Stelle sogar schon durch. So schnell geht's im Internet mit unserer Stucki-Show. Vielen Dank, MC Brutal, für den Besuch bei uns im Studio. Und liebe Stucki-TV-Freunde, wir sehen uns nächste Woche, wenn ihr wieder wollt, um 18 Uhr dann auf www.stucki.tv. Das war's von uns. Schöne Woche. Bis bald. Ciao. Adieu.